Hi alle zusammen, heute geht es um die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, und das ist, welche Nähmaschine soll ich kaufen? Ja, das ist wirklich abhängig von nicht nur deinem Geldbeutel, sondern für wen ist die Maschine? Ist es für ein Kind? Ist es für die Oma, die jetzt gerade nicht mehr so gut sieht, aber trotzdem nähen will? Ist es für jemanden, der wirklich Profi näht, der große Sachen oder vielleicht mit Jersey arbeitet? Oder ist es jemand, der ab und zu nur die Hosenbeine kürzen will oder kleine Reparaturen machen will? Also man muss sich erstmal überlegen, wofür ist die Maschine und wer wird die dann bedienen? Das ist wichtig. Deswegen sagen auch so viele, geh doch in einen Laden, probier die Maschinen aus und setz dich hin, gib ein bisschen Gas, nimm ein bisschen Stoff mit, nimm mehrere Lagen, wenn ihr vorhabt, dickere Sachen zu nähen, oder ein bisschen Jersey mitnehmen, also einen dehnbaren Stoff mitnehmen, und schau einfach, wie diese Maschine diesen Stoff näht. Genau, also man muss sich echt überlegen, was für eine Person man ist, wofür brauche ich, habe ich vielleicht Kleinkinder oder Babys, soll die Maschine leise sein? Soll man schauen, dass man vielleicht ohne Anlasser, also Gaspedal, fahren kann. Also einfach mit Knopfdruck, damit hier nichts rumhängt, wo man dran ziehen kann oder aus Versehen trampeln kann. Das sind die Sachen, die sehr wichtig sind. Und deswegen glaube ich, muss ich das Video ein bisschen ausbauen, mehrere Teile daraus machen und schauen, dass wir erstmal vielleicht mit den Kindern anfangen. Der so um die 5 Jahre alt ist, könnte schon anfangen zu nähen, aber ist noch fast zu früh. Wenn dieses Kind aber schon Klavier spielen kann oder ein anderes Instrument, dann würde ich sagen, sind diese Fingerspitzgefühl schon da und dann könnte man loslegen. Aber Achtung, alle Eltern, die ihre Kinder pushen dazu, wenn ihr nähen wollt, dann näht ihr. Wenn das Kind nähen will, dann näht es. Aber wenn ihr euch nur, ja, ihr könnt natürlich auch ausprobieren und schauen, ob das was ist für das Kind. Das würde ich natürlich in einem Nähkurs machen. Dann sieht man auch, ob das Kind wirklich Begeisterung zeigt dafür. Und das ist halt schon wichtig, weil nur mit Begeisterung kann man wirklich was lernen. Man kann als Erwachsener natürlich dazukommen zum Kurs und nachschauen, wie läuft es, und einige Tipps einfach mitnehmen. Das ist natürlich klasse, das kriegt man online nicht ganz so mit. Das ist ein bisschen wie wenn man Yoga lernt. Wenn du es online machst, sieht niemand, ob du falsch sitzt, ob du was anderes machen könntest, damit du schneller vorankommst mit den Nähen. Ob du vielleicht vergessen hast, rückwärts zu fahren am Anfang und am Ende von deinem Stoff. Das ist diese Automatik, die man dann auch lernt in dem Nähkurs, dass jemand einem hilft, wenn es dann gerade nicht so gut läuft, dass man nicht frustriert, dass es nicht läuft. Dass man einfach wertvolle Tipps kriegt, gerade wenn es nicht so richtig gut läuft, wie man ein Problem lösen kann. Und bis man das gegoogelt hat und dann in YouTube nachgeschaut hat, dauert es ewig und dann verliert man halt die Lust. Genau, also wieder zurück zur Nähmaschine. Die Kinder brauchen nicht Kindernähmaschinen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die müssen schon so um die 200 Euro kosten. Es gibt welche, die drunter liegen natürlich. Secondhand kann man die natürlich auch noch kaufen. Dann kriegt man die ein bisschen günstiger. Dann muss man schauen, dass die überholt sind, also gereinigt und geölt. Und dass keine Teile fehlen. Also da ist es schon ein bisschen mehr Aufwand natürlich. Man muss schauen, dass es die richtige ist. In dem Sinne, dass nichts fehlt. Genau. Ansonsten, wenn man eine neue kauft, dann hat man meistens eine Garantie. Und da muss man schauen, es gibt Nähmaschinen, die sogar 10 Jahre Garantie haben. Das ist natürlich super. Da muss man gucken, wo man die kauft. Dass man nicht bei einer riesen Kette das kauft, wo niemand Verantwortung nimmt, wenn die dann doch kaputt ist. Cool ist es natürlich, wenn man die Maschine in einen Laden kauft, wo die auch eine Reparaturmöglichkeit haben. Also, dass man nicht da alleine steht und wartet, bis die Maschine hingeschickt wird und wieder zurückgeliefert, sondern dass sie direkt repariert wird. Das wäre schon mal wichtig. Dann kommen natürlich
die Funktionen von der Maschine. Was braucht man denn? Also ich fange an mit dem Stichen. Für den Anfang braucht man wirklich Zickzack, geradeaus und eine Knopflockfunktion. Die Einstellungen müssen einfach und intuitiv sein. Das ist am besten, wenn man Rädchen hat, die man drehen kann und so das richtige Programm auswählen kann. Ein Display kann zu Verwirrung führen und ist meistens nicht übersichtlich genug für ein Kind zu bedienen. Es wird aber oft argumentiert, dass man sonst keine Jersey-Stiche hat, aber Jersey kann man auch mit einem leichten Zickzack nehmen. Für den Anfang reicht es völlig aus. Auch eine Zwillingsnadel kann man auf jede Maschine benutzen. Man kann natürlich trotzdem eine Nähmaschine nehmen mit ganz vielen Funktionen, wo es aber übersichtlich gezeigt wird auf eine Karte, die man rausschieben kann oder in einen Deckel aufmachen kann. Und dazu sieht man auch, welche Füße man für die Stiche braucht. Was auch wichtig ist für die Kinder, ist, dass die Maschine leicht bedienen können. Diese Rückwärtsfahrttaste, dass die leicht runterzudrücken ist. Der Grund, so, wieso ich das sage, ist, ja, mein Sohn hat ja mit 4 Jahren angefangen zu nähen. Und da hat man halt nicht diese, ja, man kann nicht so gut runterdrücken. Man kann nicht die Tasten, man hat nicht diese Festigkeit in den Händen. Da fehlt einfach die Kraft. So. Aber jedes Kind ist ja auch anders. Das heißt, es gibt ja auch Kinder, die solche Muckis haben und die schaffen das gut. Deswegen sehr personenbedingt natürlich das Ganze. Wenn man eine Secondhand-Maschine kauft, dann ist ja ein bisschen ausgeleiert, dann geht das sowieso ganz leicht. Bei der Singer habe ich gemerkt, ist es schon ein bisschen schwer, das runterzudrücken, aber man gewöhnt sich dran. Was auch wichtig ist, wie man die Nähmaschine einfädelt. Da gibt es ja natürlich Videos dazu. Das ist top, wenn ihr schaut, dass die Nähmaschine ein Video dazu hat. Aber was auch toll ist, ist, wenn die Maschine so kleine Nummern hat, damit man wirklich sehen kann, aha, das ist die Nummer 1, dann kommt der Faden Nummer 2 und dann ist es was wie so ein Weihnachtskalender und das macht dann den Kindern auch Spaß. Genau, also das ist super. Und was auch noch wichtig ist, ist damit man es leicht reinigen kann. Eine einfache Maschine wäre da besser als eine mit ganz viel Elektronik drin, wo man dann nicht ganz weiß, wo man was reinigen kann. Verführerisch sind natürlich die ganzen Knöpfe, die man dann benutzen kann. Aber was noch besser ist, ist eine Temporegelung. Das heißt, die Nähmaschine näht nur ganz langsam am Anfang und dann, wenn das Kind sich dran gewöhnt, oh, das ist so nicht so schlimm, die rattert da vor sich hin und ich nähe halt. Dann kann man ein bisschen mal schneller das ganze Tempo einstellen. Die Maschinen sind normalerweise Automatikmaschinen sozusagen, die fahren dann nicht so langsam schneller, sondern es geht ziemlich schnell zu dem Tempo, der angesetzt ist. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, wenn man von Anfang an so eine Maschine hat. Ist es kein Problem. Aber wenn man erstmal anfängt, mit einer älteren Maschine erstmal langsam Gas zu geben und man kann das etwas besser steuern, finde ich, das Tempo, durch einfach den Fußdruck. Genau, also durch den Fußdruck von deinem Fuß. Es müssen Nähmaschinen sein, die nicht umfallen, also dass die nicht sich bewegen auf dem Tisch, wenn man einfach ein bisschen halt dran geht. Die sollen halt echt stabil sein, am besten, damit es halt nicht rumrutscht, wenn man dann näht. Gleichzeitig, wenn man vorhat, zu Nähkurs oder zu einer Freundin zu gehen, ist es schon angenehm, wenn die nicht zu schwer sind, dass man die irgendwie hochheben kann und einfach mitpacken kann, IKEA-Tasche rein und gut ist. Also da ist dann halt die ein bisschen schwieriger. Genau. Dann wieder müsst ihr euch überlegen, was ist das Wichtigste? Transport oder soll die stabil auf dem Tisch sitzen, also fast so festgeschraubt sozusagen. Aber darf trotzdem nicht so sein, dass wenn ich nur halt ein bisschen mal drauf tippe, dass sie dann nach hinten fliegt. Und also ihr seht, wenn ich hier so mache, die bewegt sich trotzdem nicht. Das gleiche hier mit der
die bleibt dann am Platz. Auch ein guter Tipp ist, dass man vielleicht, wenn der Tisch ein bisschen doch rutschig ist, am feuchten Lappen drunter legt. Nicht zu nass natürlich, aber ein bisschen feucht, dann rutscht das nicht. Und das Gleiche ist für das Gaspedal, wenn das ein bisschen hin und her rutscht, gerne so ein bisschen so einen Lappen drunter legen. Ja, dann bleibt es halt am Platz auch und rutscht nicht immer weg, dass man längere Beine haben muss dann. Genau. Und man kann auch ein Buch drunter legen, falls die Kinder noch zu klein sind, kommen nicht dran, kann man da auch ein Buch drunter legen. Jede Hausmaschine hat auch einen Freiarm. Der kann dick oder dünn sein. Für die Kinder ist es nicht so relevant, wie der ausschaut. Der Nähplatz sollte auch eine Normalgröße haben, so wie hier im Bild. Die zwei sind super. Hier die vordere Nähmaschine, die ist eine Kindermaschine und die ist einfach viel zu klein und ja, viel zu leicht, steht nicht stabil auf dem Tisch. Die würde ich dann meiden. Viele fragen auch wegen Fingerschutz. Das kann man natürlich auch noch dazu kaufen, muss man aber nicht, weil ich bringe die Kinder bei, sich nicht auf die Nadel zu konzentrieren und auf jeden Fall immer das Gaspedal nicht unter dem Fuß haben, wenn die einfädeln. Da ist die einzige Gefahr, dass irgendwas passieren könnte. Bei mir im Kurs hat sich aber noch niemand in den Finger genäht. Und wir nähen natürlich ohne Fingerschutz. Also, das Wichtigste ist Nummer 1, guck mal, dass ihr einen guten Händler habt. Entweder einen Laden um die Ecke und wenn er nicht mehr existiert, dann guckt ihr online. Es gibt viele gute, große Läden, dann schaut ihr nach dem Service, wie es so ist. Muss man ein bisschen Wertung natürlich lesen. Danach ist das Gewicht und auch die Größe sehr wichtig von der Nähmaschine, damit die stabil drauf sitzt auf der Fläche, wo man näht. Also schau mal, dass es nicht zu klein ist, das Gerät, und dass es nicht im Spielzeugladen einfach gekauft wird, sondern einfach wirklich eine stabile Nähmaschine ist. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Danach kommen natürlich die Stiche. Da sage ich auch, okay, wenn die Oma nicht mehr näht, dann nehmt mal einfach die Nähmaschine von der Oma. Oder ihr könnt einfach die Nähmaschine erstmal von der Mama ausprobieren und schauen, ob das wirklich was ist. Danach könnt ihr euch überlegen, ob Gradstich, Zickzack ausreichend ist. Vielleicht wollt ihr noch ein paar Zierstiche. Aber es ist kein Muss. Es ist wirklich kein Muss. Schaut einfach, dass ihr die Maschine natürlich ausprobiert und ja, dass man einfach das Ganze gut bedienen kann, ist wichtig, dass man gut einfädeln kann. Und da ist natürlich dieser große Tipp, dass man auf jeden Fall schaut online, ob es einen Einfädelhilfefilm gibt. Das ist natürlich super für die Kinder, dann werden die ein bisschen mehr selbstständig. Ansonsten kann man auch ein bisschen mithelfen natürlich oder zum Nikus kommen. Deswegen, ich hoffe mal, dass dieser Film natürlich euch ein bisschen geholfen hat in der Auswahl. Und dann kriege ich vielleicht nicht ganz so viele Anfragen, aber wenn ihr doch Fragen habt, dann in den Kommentaren unten reinschreiben und ich melde mich, sobald ich kann. Ansonsten, noch schneller kriegt ihr natürlich eine Antwort im Nähkurs. Da bin ich dann direkt vor Ort für euch da. Ich wünsche euch eine schöne Woche und nächste Woche kommt wieder ein Video und das geht dann um Hobbynäherin. Also für Mamas, für Papas natürlich auch, was da zu beachten ist. Und danach kommt noch ein Video dazu, Profinäherin, was gibt es da für richtig tolle Maschinen, die alles Mögliche automatisch machen. Genau, das braucht ihr noch gar nicht, aber nächste Woche geht's wieder weiter. Also, viel Spaß beim Nähen und bis bald.